Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Italia Map im Friendly Challenge Projekt mit mir und dem lieben Osra TV. Wahnsinn. Und dem lieben Fabi. Hallöchen. So, Leute. Und am Platz suchen für unser Drescher, wo nicht so klein ist. Wo wir gerade keinen Platz finden. Da fällt er genauso lahm aus, wie der Deutsche. Oh komm, wir lassen uns nicht lumpen. Och Mann, das ist alles so schwierig. Du holst auch rum, Alter. Ja, ich. Also. So, komm, wir stellen den hier rein und dann gut ist. Kommen wir über hier überhaupt hier rein? Ja, oder? Ja, da hat ja nur den leeren Drescherplatz. Da hat ja keinen Schneidwerkswagenplatz. Warum ist denn die Scheiße so? Nee, der hat nicht mal Platz. Verdammt, der ist groß. Zu großen Drescher gekauft, Leute. Muss wieder weichen. Ah, ja, ja. Nee. Halt. Dann stopfen wir den. So, was? Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10. 8. Also wird es ein 800er. Achso, weil so, er hätte es gezählt, er hätte es ein 1050 Also. Nee, den 900er in der größten Ausführung. Achso. 1000 hat er recht, das Geld knapp, oder? Warte. Stimmt, bei Großtraktoren habe ich nicht geguckt, vielleicht ist er ja ein günstigerer. Ein paar drei Falken, um doofen Schlepper zum Kaufen, echt. Ja, ja. Stopp, ja. Wie, gib mir mal LU. Hast du doch, oder? Oh, dein Label. Perfekt. Der ist so eine Tour. Das ist wie? Gut. Der ist gerade schon bei dir am Hof. Was? Das ist gut, kann stehen bleiben. Aber nicht leer. Sie lohnt es ja statt es setzen. Dann nimm ja. Du den gleich kurz und dann. Ach nö, ich bekomme doch keinen Ball mehr raus. So, dann machen wir das so, dass wir hier jetzt los. Ja, wie jetzt? Dann kannst du mal einen Hof an oder was? Ja, falls in deinem Hof, dann kannst du den da kurz nehmen, dann. Ja, wenn er nicht leer ist, dann ist er blöd. Ja, jetzt ist er ja noch leer. Ja. Noch ist er ja nicht voll. Der ist ja gleich mal hoch, wenn er da so. Ja, richtig. Das ist nee. Meiner. Nee, das ist JG's. Das ist der Waldra. Ach, der ist ja bei deinem Hof, ich weiß, Mann. Wie, der ist immer noch bei meinem Hof? Der ist ja noch nicht weggefahren. Wo ist denn mein... Wo ist er? Ist mein Fan Deutsch schon angekommen? Ach so. Ich weiß noch warum. Denkt schon wieder an dem scheiß Schild, was hier vorne steht. Vernichtet es. Hä? Schilder stehen stabiler wie sonst was, Alter. So, kann ich mir jetzt endlich mal einen Schlepper kaufen? Ach so, nee, der ist jetzt gleich bei deinem Hof. Oh, sieht perfekt. Was? Mein ja, Deutsch? Ja, die X da, ja. Er soll ja zu deinem Hof den Labelwagen hinzubringen. Ah. Feldarbeit? Aber. Warte. Job erstellen. Ah, hier! Alter! Jetzt hatte ich schon lange leicht Angst, Leute. So, drei vorgewendet, das ist immer gut. Ob ist das denn hier was in der Ruckelpartie so leicht? Keine Ahnung. Bei dir auch? Ja, so ein bisschen. Dabei läuft es eigentlich viel stabiler wie sonst. Immer mal wieder. So ganz kurz, eine Sekunde, wo du Standbilder. Also ja. Vielleicht, wenn ich in den Shop rein und rausgehe. Also. Jetzt war es gerade wieder. Ja, da habe ich was konfiguriert, was Größeres. Oh, ja, jetzt schon wieder. Ja, das ist immer, wenn ich was konfiguriere. Jetzt schon wieder. Ach, Junge, du brauchst auch 10 Jahre, um doofen Schlepper zu bekommen. Wo soll ich dir den Ladewagen hinbringen? Irgendwo unter die Halle. Fertig. Jetzt nur der Frontlader.
Ach Gott, ey, und ich hatte das für die Konfliktblöcke. Mach es dir neben den Anhänger. Ja. Ah, geht nicht, neben den Trigger. Ja. Wo ist mein. Da ist mein Schlepper. So, dann haben wir das jetzt auch schon mal abgehakt. Dann können wir verdichten, Leute. Nach dem Wenn ich gerechnet habe, ist das knapp kalkuliert. So. 9000 Euro. Oh ja, geht auch. Nee, das geht noch. Ah, so. Dankeschön, Ossi. Kannst mir Lohnunternehmerstatus wegnehmen. Nochmals. So, wie komme ich denn am schnellsten und am zügigsten wieder zu meinem Hof? So, dann. Ja, muss mir in nächste Folge doch wieder geben. Alles gut. Warum? Wegen dem. Fabi, brauchst du überhaupt noch Lohner bei mir? Weiß ich nicht. Ja klar, ich bin noch nicht fertig mit Einsammeln. Ach. Gut, dann fahren wir zum Höfle hin. Braucht ihr den Lohn und dann. Achso. Bald drauf fahren. Auf geht's! Naja, da war eine Verkehrsinsel im Weg. Was hast du denn jetzt gekauft, Fabi? Ein 800 TMS. Ich muss hier hochladen. Okay, das ist schon ein echt anderer Schlag. Denn Walter ging es zum MB-Tag oder sowas. Vom Zug her oder was? Ja. Nein! Oh. Fahr zu! Ich bin dran! Hallo! Tür dein Face, hallo! Da schaltet es nicht. Geht! Ich bin dran! Du bist gerade weggefahren. Ja, ich bin falsch gefahren. Junge. Hier ist schnellerer Weg. Generell der Walter schön Automatikgetriebe. Mhm. Ja, das ist, da muss ich sagen, mein Fan auch. Dafür liebe ich meine 12 Schlepper jetzt. Bilde. Und beide 200 PS, das heißt, er geht vorwärts. Warum kann ich Pickup nicht runterlassen? Ich muss jetzt ausklappen mit X. Nee, das, ja. Das muss ich leider sagen. Nee, von meinem Deutsch. Aber, naja. Okay. Ja, weniger hätte auch gereicht. Das Ding ist nur, ich zahle für den Deutsch im Prinzip dasselbe wie für den Fendt. So, also nicht ganz, aber. Wie viel hast du bitte bezahlt? Ja, 150.000 mit GPS drum und dran. Für den Deutsch zahle ich auch an die 100, glaube ich. Oder nicht? Für den Deutsch, wo ich habe. Meine ja, oder nicht? 14.000 Euro. Ohne Fronthydraulik. Oh. Ja, sag ich ja, ist nah dran. Ganz nah dran. So, dann ja, sind wir jetzt gleich hier. Wo fahr ich denn hin, bitte? Was verzudel ich denn? Und alles muss immer zu Ossi. Egal womit. Brauchst du Wasser, fahr zu Ossi. Warum? Perfekt. Weil direkt bei dir um die Ecke der Wassertrigger ist. Hab eine ganz offizielle. Ja, weil ich platziert habe, den Wassertrigger. Ganz eine offizielle Straße gefunden. Ja. Weil du den platziert hast, ne? Was denn? Ich hab einen Wassertrigger gekauft. Jo! Direkt wieder zu meinem Hof. Perfekt! Hast du dir nicht wirklich einen Wassertrigger gekauft? Wo habe ich? Direkt vor deinem Hof ist einer. Denkst du, ich will den da hinfahren? Ist doch direkt vor deinem also, Hof. Hier ist ein Fluss, also ich denke, da krieg ich Wasser. Biggie, das ist eine realistische Map, ne? Ja. In Real Life kriegt man auch Wasser aus dem Fluss. Naja, ja. Brauchst nur eine Pumpe. Ach, hier das B-Werk. Ach, deshalb ist das noch nicht am Hof. Ach. Wo ist denn bei mir in den Wasserträger? Direkt hier vorne dieses Dreieck. Zwischen den beiden Wiesen. Also ich muss sagen, Leute, ganz ehrlich, ich denke,
dieser Träger, der Deutz, wo wir fahren, der wird nie mehr verkauft, weil es gibt doch keinen Sinn, der mehr zu verkaufen. Im Moment kriege ich vielleicht, wenn es hochkommt, 10. Ich habe die Fronthydraulik investiert, hallo? Vielleicht könnte ich jetzt mehr kriegen. Ja, aber der dran kostet eh nur 1000 oder sowas. Nee, 3,5, glaube ich. Plus? Ja. Teurer Hydrant. Ja. Verkaufen. Teures Wasser. 12,5. Krieg ich im Moment. Naja, geht aber. So, was ihr steht jetzt an? Der sieht an. Was ist mit Verkaufen von Gütern? Die haben irgendwas gesagt, wo es fast der Vollpreis wert. Du hast das gesagt, nicht wir. Zieh uns da nicht mit rein. So. Was hab ich denn auf dem Anhänger? Der Anhänger ist fast voll. Weizen? Sorghumhirse. Ach ja. 73 Euro kostet, also die 100 Liter kosten 1 Euro. Also Weizen liegt schon noch was auch unter dem Wert. Die Gerste liegt, den Hafer liegt fast nichts unter dem Wert. Fabi, du kannst deinen CPR-Auto da fahre gerne wieder reinmachen. Wir wollen fahren. Moin. Ja, das ist bei mir genau dasselbe. Volle Hütte. Aber CP-Auto darf ich nicht fahren. Irgendwie ruckelt das hier so ein bisschen. Bist du schon fertig mit dem guten? Nee. Der ist bald fertig, oder? Jetzt wir fahren. Eins, du musst den erst einklappen, sonst zwei, drei, vier Bahnen hast du noch, soweit ich sehe. Ocelot. Mal 60%. Mein 6. Mit was? Voll. Ist auch nicht mein Hof. Du hast ja einen scheiß Ball da gerade raus, gell? Nee. Casa Emilia. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube doch. Du kriegst ihn, glaube ich, doch raus. Weiß ich beim Johnny so, dass er konfigurierbar war? Und... Nee, ich glaube, du kriegst ihn raus, Ossi. Das ist gut. Ich meinte doch. So. So, das laden wir mal ab, Leute. Jetzt ist noch die andere Sache. Also. Schieben wir mal hier rückwärts rein. Dieser Waldhahn, das ist auch so ein kleiner Zwerg auf Steroiden. Ja, entschuldige mal bitte, was ist das für eine Maschine? Der ist so groß wie die zwei Achsen vom Ladewagen gefühlt. Hat 200 PS. Boah, das ist gut. Und? Bist du fertig, Ossi? Jo. Könnte man den übernehmen? Dann geht raus, ja. Ah, super. Sonst nehme ich den, weil er streckt den an. Ja, dann nimm ihn. Mann, ich hab gerade nichts zu tun. Ja, dann nimm den doch. Das ist Neues bei dir. Also wenn du was zu tun hast, dann würde ich den gerne nehmen. Ja und nein, wo musst du damit hin? Zu mir hoch. Ja gut, dann würde ich den zuerst nehmen. Ja, dann nimm ihn! nein, nimm du mal. Ja, Alter, dann... Also, dann gib mir Loda. Komm. Ja. Nein, ich habe schon Geld dafür bezahlt. Ja, ich auch. Ich habe kein Geld dafür. Warum kann ich den Klappen nicht möglich, solange das Gerät gefüllt ist? Was? Der ist auch leer. Hallo? Ach so, jetzt aber. So, jetzt hab ich das mal das auch schon vergessen. Da gibt es nichts. So, wir sind aber bald auch fertig, Leute. Hast du eineinhalb Ballen rausgekriegt, oder wie? Ja.
Ich krieg safe nur knappen Ballen, nicht ganz. So, also jetzt gucken wir mal, irgendwie die Ballen da runterbekommen. Kann man die direkt verkaufen oder ist da auch der Preis viel zu viel unterschied? Ja, ich würde das sofort sagen. Bei 3 zu 2,5. Oder sagen wir fast 2,4 zu 2,5. Ja. Könnte man auch so gleich direkt verkaufen. Also außer wenn du einen Plattformwagen brauchst, ne? Hab ich. Also. Hab ich auch einen. Also ist es voll mit Backpacks. Ja, meiner nicht. Ja. Warte, ich bin jetzt was im Test. Eigentlich ist ein B-Track-Gewicht dran an meinem Fendt. Mit der Palettenkarte. Wo hinterm Ladewagen steht. Ich hab 1,5 Tonnen Gewicht, sonst kannst du abholen. Ja, das ist gerade ein B-Track so 2 Tonnen Gewicht. Jo. Warte, wie viel Hektar hatte Ozzy jetzt? 3, fast 3,6. Nee, das war nur eine Tonne. Ich habe nur 2,3 insgesamt, aber Fläche über Escape. Oh, ich hab 1, ich, dann habe ich am wenigsten. Ich Fabi, ich hoffe, ich habe keinen Lohnerstatus bei dir. Doch hast du! Nimm ihn weg! Fahr doch einfach vernünftig! Ey, mit dieser Maschine kannst du nicht vernünftig fahren! Ja, wenn du nicht fahren kannst, ist das korrekt. Fabi, nimm ihn weg! Das ist ja wie, als wenn er eine Spinne hätte, mach das weg! Oh Junge. Ich bin am Arbeiten, kann gerade nicht. Könntest du nur wie alles gut. Ich selten, dass Fabi arbeitet. Moment mal, Moment mal. So, wo fährst du überhaupt über meine Fläche? Du bist über Ossis Fläche gefahren, du Dulli. Oh, was? Das ist nur Wiese! Mann, wo komm ich denn hier zu meinem Hof, Alter? Bei mir letztes Mal darüber beschweren, dass ich da Streifenhörnchen gespielt habe bei ihm in der Wiese. Ja, der hat, weiß Gott, was für Streifenhörnchen gespielt. Also Ossi, du kannst sonst noch ein bisschen auf meiner Wiese mähen. Ach Mann, die Beine sind so schwer an die Gegend. Ich kann ja gar reinpieksen mit dem Palettengabel. Hast du vergessen? Oder wie? So. Aber Leute, wenn ihr sehen wollt, was wie, geht mit hier Maschine und Ernten und, dann unbedingt beim nächsten Mal vorbeischauen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, ein Abo da lassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Die sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.